Kekse und herzlich willkommen zurück bei Chris Tamen. Vielen Dank an Dirk an dieser Stelle. Die neue Lucis ist da. Die letzte Box vor Weihnachten ist eingetrudelt und ich bin ja mal gespannt, was drin ist. Ich gebe jetzt einfach mal so ein paar Tipps ab. Star Wars, Weihnachten vielleicht, schauen wir mal. Also Star Wars bin ich mir ziemlich sicher, weil ich glaube, keine Box kommt jetzt zum Rum aufgrund des neuen Star Wars Films, dass da irgendwas mit Star Wars drin ist. Obwohl Lucis ja eine extra Ultimate Box rausgebracht hat, neben dem Thema Star Wars, die auch sehr schnell ausverkauft war, logischerweise. Da, ta, ta, ta. Okay, wir haben natürlich das Loot. Nicht schummeln, nicht gucken. Das Lootbook im weihnachtlichen Stile. Das lasse ich jetzt auch mal weg, ihr wisst ja Bescheid. Was habe ich gesagt? Star Wars. Es ist ein alter Beutel. Star Wars The Force Awakens. Okay, neuer Star Wars Film ist raus und jetzt kommt hier dieses alte Star Wars Zeug drauf. Also das ist so Restposten, sag ich jetzt einfach mal. Also, was ist denn das? Mikrofaser Brillenputzbeutel. Yay! Ja, also das Motiv ist okay. Das habt ihr auf der einen Seite habt ihr einmal die Episode 7 of the First Order Stormtrooper und auf der anderen Seite steht Star Wars The Force Awakens. Das Thema hatten wir schon mal, dieses Streitgespräch. Also es ist ein Item, was Star Wars Fans auf jeden Fall freut. Mich auch, weil es sind Trooper drauf. Allerdings, der neue Star Wars Film ist draußen und das ist definitiv ein Artikel, der mittlerweile, ich behaupte es einfach mal, ich habe nicht reingeguckt und so weiter, der verramscht wird. Aber ich finde ihn nicht schlecht, weil Trooper drauf sind. Mal abgesehen davon, dass ich ihn nicht benutzen werde, weil Brillenputzbeutel. Gut. Wieder was zum Futtern. Schuckig. Vanille Cream, also das ist jetzt nicht so typisch Lootchef. Normalerweise haben die ja so Sachen drin, die man nicht so wirklich kennt, aber das kenne ich sogar. Schokokeks, das ist so ein kleiner Schokokeks mit Vanillecreme innen drin, aber es ist lecker. Von daher finde ich das immer, ich finde es immer gut, dass Lootchef so ein bisschen an uns denkt, die Naschkatzen unter uns, und was da reinpacken. Finde ich sehr schön. Hey, toll, Spielkarten von 007. James Bond, Spectre, Spielkarten. Da bin ich mal gespannt, was da drauf ist. Kann man nicht zeigen, Leute. Ja. Okay, ihr habt auf der einen Seite logischerweise 007 Spectre und jetzt habt ihr zum Beispiel da ein Ass. Da ist ein Bild von James Bond drauf gedruckt. Und darunter steht Schauspieler Daniel Craig. Also James Bond in Klammern Daniel Craig. Ich finde es jetzt schade, dass es nicht schön eingearbeitet wird. Ich meine, solche Sachen kann ich sogar in Photoshop machen. Da seht ihr, das ist einfach nur ein quadratisches Bild aus dem Film drauf gedruckt. Pupp, fertig. Yay! Für Fans von 007 ist bestimmt mal interessant. Schade, ich fände es jetzt nicht so Burner, aber wir hatten lange kein Kartenspiel mehr. Warum wohl? Benutzt ja keiner. Oder selten. Benutzt ihr Kartenspiele ganz nebenbei? Also würde mich mal so, benutzt ihr Kartenspiele noch? Ich nicht. Gar keine Zeit. Okay, das finde ich cool. Das finde ich richtig cool. Oh, das ist bestimmt bei manchen Leuten kaputt gegangen. Ah, das finde ich richtig geil. Das ist eine Weihnachtskugel. Eine Tannenbaumkugel. Boah, ist das behämmert. Das ist schon wieder so bescheuert, dass es echt geil ist. Darth Vader als Christbaumkugel. Ihr hört auch? Die fällt auch, die geht auch kaputt, wenn die runterfällt. Die fällt auch runter, wenn sie kaputt geht. Nein. Das finde ich witzig. Das ist so ein Item, was in unserer Box gehört. Das finde ich richtig gut. Lootchest, das finde ich toll. Das finde ich sehr gut. Das ist so ein richtiges Item, warum ich auch diese Box eigentlich kaufe. Habe ich gerade richtig gehört? Er kauft die Box? Ja, ich kaufe diese Box. Es glauben ja viele Leute oder viele Leute sind der Überzeugung oder der festen Meinung, dass ich diese Box ein Geschenk kriege. Schön wär's. Auch ein sehr lustiges Item, aber das werde ich wahrscheinlich auch nicht benutzen. Ob das noch Leute von heute kennen oder die Kiddies. Es ist ein Wecker, ein analoger Wecker. Analog? Was hat er gerade analog gesagt? Was ist das denn? Ein Pac-Man-Wecker, also ein Retro-Wecker. Ich habe, glaube ich, so viel Zeug von Pac-Man mittlerweile. Funko Pops, Salzstreuer und Pfefferstreuer. Das Ding, eine Lampe. Und natürlich keine Batterien drin. Nee, logisch nicht. Mit Alarmfunktion, ein Pac-Man-Wecker. Ihr habt die vier Geister, Pac-Man in der Mitte. Und dann habt ihr so ein Ding-Ling-Ling-Ling-Ling. Also ein richtig nerviges Teil. Wenn ihr Leute seid, die nicht aus dem Bett kommen morgens, da werdet ihr euch bestimmt freuen, wenn ihr den Wecker hört. Oh, und den neben dem Bett stellen, da seid ihr schnell wach.
das ist auch so ein geekiges Item, was ich gut finde. Also ich, das tue ich mal dahin, die Sache ich lasse ich mal da. Ein Shirt ist dabei. Oh, ein lizenziertes Shirt. Und da greift natürlich jetzt meine Voraussicht, wo ich sage, die arbeiten doch jetzt mit United Labels zusammen. Denn United Labels hat auch dieses Shirt lizenziert. Nein, nein. Okay, ich lasse es eingepackt, weil ich finde es nicht toll. Es ist ein lizenziertes Shirt von Justice League oder es ist ein Flash-Logo-Shirt. Also ein Logo-Shirt von Flash. Ich mag Flash nicht. Warum? Weil Flash für mich der langweiligste Superheld ist neben Aquaman. Tue ich mal so in die Mitte. Also an sich ist das ein cooles Item. Und wir haben wieder was zu trinken dabei. Assassin's Creed. Nur im Kino. PowerPoint. Classic Energy Drink. Ja, das ist wieder so ein Ding, was wahrscheinlich auf Molke-Basis basiert, oder? Ja, Molke-Mischerzeugnis, pfandfrei. Deswegen sind auch immer pfandfrei. Also hier, Assassin's Creed Energy Drink. Das war's. Okay, jetzt kommt erst mal mein Urteil. Erstmal fange ich an zu meckern, dann könnt ihr das. Für eine Box vor Weihnachten, letzte Box vor Weihnachten, finde ich für mich persönlich vom Inhalt die Box eher unterer Bereich, also so Mittelfeld. Mir gefällt echt nur, was heißt nur, die Christbaumkugel, die ist vom Thema auch sehr gut gepasst und bedingt der Wecker. Also wenn es ein normaler Wecker wäre, auch nicht, nur weil Pac-Man draufsteht, finde ich ihn cool. Den Rest finde ich Was jetzt nichts heißt, dass die Box ihre Wertigkeit erreicht hat. Das ist Quatsch. Dann hat sie auf jeden Fall erreicht. Alleine das Shirt kostet auch wahrscheinlich keine 15 Euro, wie sonst gelistet ist, sondern ich würde es schon bei 20 Euro ansetzen. Aber das finden wir jetzt raus. Wenn sie es reingesetzt haben, ja komm, blasen wir es. Tralala. Okay, der Wecker. 15 Euro für den Wecker. Okay, dann das T-Shirt. Es steht extra drauf. Lizenz-T-Shirt, habe ich ja gesagt. 20 Euro, habe ich auch gesagt. Oh mein Gott, ich sollte ein Orakel werden. Also sind wir schon bei 25 Euro. 35 Euro. Alter, Mathematik ist aber auch ganz schön schlecht. Mit den beiden Items habt ihr die Box locker raus. Egal welche Box ihr habt, ob ihr jetzt die Single-Box habt, ob ihr die 3 Monate habt, ob ihr die Jahresabo habt oder sonst irgendwas, da habt ihr die Box auf jeden Fall raus. Der Rest ist geschenkt. Das finde ich schon geil, dass das geschenkt ist. Dann das Poker-Deck. 5 Euro. Für Fans okay, für Pokerspieler okay, für mich. Aber wie gesagt, das ist ja so eine persönliche Sache. Man kann nie alle Leute komplett mit solcher Box zufriedenstellen, mit solchen Boxen. Dann die Brillenputzbeutel. Das ist für mich rausgeschmissenes Geld. Also angehen mit 5 Euro, wird es nie gekostet haben im Einkauf, gehe ich mal von aus. Aber dafür sind solche Boxen natürlich auch da. Dass die Boxen Sachen reinbringen, die man sich nicht kaufen würde und wo man nicht denkt, hey, das könnte da drin sein. Also 5 Beutel für so einen, Entschuldigung, veralteten Beutel, finde ich nicht gut. Aber gut, ich habe wenigstens noch Glück gehabt mit dem Motiv. Da gab es noch Chewbacca. Und Kylo Ren mit Maske, muss ich dazu sagen. Aber es gab keinen Finn. Das ist schon mal gut. Dann Assassin's Creed, das ist eine Gratis-Beigabe. Das finde ich okay. Das finde ich gut. Das ist auch gratis. Also habt ihr quasi eine volle Mahlzeit. Kostenfrei von Nutschens. Das ist schon mal cool. Und das Plus-Item. Oh nein, es gab auch einen Sturmtruppler. Nein! Nein! 10 Euro. Also ihr habt hier auch, es gab auch eine Sturmtruppen-Christbaumkugel. Okay, wenn es jetzt eine Luke Skywalker-Kugel gewesen wäre, hätte ich mich geärgert, aber Darth Vader ist auch sehr geil. Also ihr seht schon, ihr habt jetzt hier 35 Euro, 45 Euro, 50 Euro, laut Lucas 55 Euro wert. Wie gesagt, die Wertigkeit bestreite ich nicht. Hier im Buch habe ich gerade gesehen, auf der letzten Seite, das ist mittlerweile auch neu, habt ihr ein paar Specials, so Information zu James Bond und zu Assassin's Creed, der bald im Kino kommt. Für mich ist die Box mäßig. Zwei Teile kann ich benutzen. Okay, den ändere ich nicht. Ich habe gar nicht keinen Weihnachtsbaum. Ja, das darf man gar nicht so laut sagen, aber nein, ich habe keinen. Wie denkt ihr über die Box? Sagt ihr, hey, geile Box, finde ich super, richtig geil. Ich finde es von der Mischung super. Von der Mischung her, Retro-Gaming ist drin, also Filme sind drin, aktuelle Filme sind drin, Assassin's Creed, auch wenn es geschenkt ist, alte Filme sind drin, also sind nur Filme. Und halt das. Also die beiden Sachen sind keine Filme, wobei Flash eher so serienmäßig mittlerweile ist. Aber ich finde, es ist eine gute Mischung. Jetzt muss ich gerade noch mal was schauen für mich. Ne, gibt nur das. Gut. Was denkt ihr über die Box? Haut mir es einfach mal in die Kommentare. Lasst mir ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Oder ein Däumchen runter, wenn nicht. Aber wenn ihr ein Däumchen runter macht, dann seid auch so mutig und schreibt mir, warum nicht. Gott, Däumchen runter kann jeder. Aber dazu seine Meinung stehen, das kann eben nicht jeder. Und das ist eben die Herausforderung.
Ich danke euch fürs Zugucken. Wir sehen uns auf jedes Mal am Samstag wieder mit einer weiteren Video-Review. Bis dann, sag ich mal, entspanntes Tschüssikowski und State Nerdy.